Hallo und herzlich willkommen, lieber Widder. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Wochenbotschaft hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Janina. Ich begrüße dich ganz herzlich. Mach es dir schön, mach es gemütlich und wir schauen mal in die Energien der kommenden 7 Tage. Ich habe mir gerade noch mal deine letzte Wochenbotschaft angeschaut und gesehen, dass die Spoiler-Energie, das heißt die Energie, mit der du hier voraussichtlich startest in die neue Woche, der Magier ist. Der Magier steht ja für Zuversicht. Das heißt, du könntest hier energetisch spüren, dass du die Dinge im Griff hast, dass du Einfluss auswirken hast, dass du Einfluss hast, Einfluss auf bestimmte Personengruppen, Einfluss auf dein Leben. Also irgendwie hast du die Dinge im Griff. Und das ist doch schon mal eine Energie, mit der starten wir alle, glaube ich, gerne, oder? In dem Sinne, herzlich willkommen. Was ist denn diese Woche? Was steht denn diese Woche hier so auf dem energetischen Speiseplan? Ich guck mal rein. Für die Widder, was ist denn hier so die Hauptenergie? Schwupps, da ist sie. Die Hauptenergie, oh, ist dein eigener Ritter. Es ist der Ritter der Stäbe. Im Übrigen, bevor ich weiterrede, ich lege mit dem Mystic Palette Tarot von Ciro Marchetti. Schöne Karten verlinke ich euch natürlich. Und der Ritter der Stäbe, der animiert dich, aktiv zu werden. Der erinnert dich, dran zu bleiben, Dinge voranzutreiben. Und auch am Ende erinnert er dich daran, dass wenn du selber die Dinge in die Hand nimmst, sie dann auch gut werden können. Also dich vielleicht auch nicht zu sehr auf andere zu verlassen. Liegt nicht in deinem Naturell, ich weiß. Es ist trotzdem eine kleine Erinnerung. Der Ritter möchte dich einfach nochmal erinnern. So, die Karten sind, glaube ich, soweit jetzt ganz gut durchgemischt. Ich habe natürlich auch vorher durchgemischt, liebe Leute. Ne, ihr wisst das, man steigt jetzt nicht einfach so ein, sondern überlässt hier nichts dem Zufall. Du startest in die Woche mit den 7 der Schwertern und Hintergrund dazu die 4 der Münzen. Am Dienstag haben wir den Wagen. Mittwoch die 4 der Stäbe. Donnerstag das Ass der Schwerter. Freitag die 10 der Münzen. Samstag die 6 der Schwerter und am Sonntag haben wir die 2 der Kelche. Ui, da wird es nochmal romantisch. Und Ende der Woche haben wir die, nee, nicht Ende der Woche, sondern zur nächsten Woche haben wir die 7 der Stäbe. Da geht es darum, deinen Standpunkt zu verteidigen, in irgendeiner Form dran zu bleiben. Und hier geht schon die Kerze aus. Hallöchen, was ist da denn los? Die Kerze geht aus, das heißt, ein Feuer ist vielleicht erloschen oder du darfst das Feuer wieder neu anzünden, darfst dir vielleicht sogar eine neue Kerze nehmen. Schluss mit dem bildlichen Gerede, wir bleiben mal wieder hier bei den Karten. Ich würde gerne den Ritter der Stäbe noch ergänzend klären mit dem schamanischen Traumorakel von Alberto Villoldo und Colette Baron Reed. Das sind die Karten. Und da würde ich jetzt gerne mal das verborgene Wissen deines Unterbewusstseins befragen. Was ist denn hier so los? Was ist hier so deine Aufgabe der kommenden 7 Tage? Was zeigt sich hier? Na, das sind 3 Karten, ich möchte aber nur eine, weil die Karten sind immer so energetisch, da möchte ich ungern mit zu vielen mixen. Ah, die ist es. Die hat sich hier klar kommuniziert und klare Kommunikation, darauf stehen wir, oder? Erster Atemzug. Anfängergeist. Ich habe noch gesagt, Leute, ihr sollt selber dranbleiben. Und wenn man sich nicht zu sehr auf andere verlässt, sondern selber dranbleibt, aktiv bleibt, dann kommt man auch zum Erfolg. Also, erster Atemzug, Anfängergeist. Diese Karte erinnert dich zum einen daran, dass es darum geht, dran zu bleiben, um etwas Neues zu beginnen, aber dich auch an deine Wurzeln zu erinnern. Ne? Also wie warst du als Kind? Was erinnerst du, wenn du an deine Kindheit denkst? Was sind deine ersten Gedanken? Was hat dich früher immer motiviert? Also so ein bisschen zu diesem ganz herkömmlichen, zurückzugehen, zurückzuschreiten. Welche Erfahrung hast du gemacht? Und daraus sollst du wachsen. 21, liebe Leute, es geht um ein neues Kapitel in eurem Leben. Ein neues Kapitel, ein Neubeginn, etwas, was du neu starten darfst, eine neue Tür, durch die du schreiten kannst. Ne, die ist mit dieser Karte verbunden, ne, und deswegen sollst du dich nochmal zurückerinnern. Was motiviert dich? Wofür stehst du? Wer bist du überhaupt? Also dich selbst kennenlernen, was du eigentlich in der Vorenergie
schon gemacht hast, denn vor der Weltkarte in der großen Arkana kommt die Karte des Gerichtes. Und das Gericht steht dafür, dass ich meiner eigenen Identität mir bewusst werde. Also nicht mehr in irgendeiner Illusion lebe, sondern wirklich meinen Weg verfolge. Stark. Ja, das ist einmal so die Hauptenergie der Woche, so diese Aktivität, dieser Aktivismus, um etwas voranzutreiben. Jetzt würde ich dir gerne noch ein Einhorn legen, bevor ich in die Klärung der einzelnen Tageskarten gehe. Die Magie der Einhörner, das Orakel von Diana Cooper. Das ist natürlich hier wieder mein begleitendes Deck, was in keiner Legung fehlen darf. Und da würde ich jetzt mal sagen, schauen wir mal, welches Einhorn hier sowas von energisch rausgepurzelt ist. Es ist das Einhorn Nummer 3. Schaffe deine eigene Vision, tu, was dein Herz schneller schlagen lässt. Du wirst sanft vorwärts geschubst. Das heißt, es geht hier voran. Die Nummer 3 steht in der großen Arkana für die Herrscherin. Und die Herrscherin sagt uns, die Zeit ist reif. Etwas ist gereift. Du bist gereift. Ein Prozess, ein Projekt ist gereift. Also in irgendeiner Form soll etwas vollkommen werden. Ne? Und das Einhorn unterstützt dich. Stark. Sehr schön. Okay, wir gehen mal rein und da würde ich sagen, ich nehme schon mal mein Lenormand-Deck, das mystische Beginner-Lenormand-Kartendeck von dem Angelina Schulze Verlag. Das zücke ich schon mal, nehme ich schon mal zur Hand. Zum Anfang der Woche hatten wir die 7 der Schwerter und dazu die 4 der Münzen. Also in irgendeiner Form machst du dir selber etwas vor. Hintergrund mit den 4 der Münzen geht es um ein weltliches Thema, was deine Berufung angeht, deine finanzielle Situation, vielleicht auch deine weltliche Beziehung. Also in irgendeiner Form bist du selber nicht ganz ehrlich. Die Dame ist gefallen, das steht für Passivität. Also du lässt etwas über dich ergehen, kriege ich rein. Du bleibst passiv. Hintergrund der Reiter, die Wege und der Schlüssel. Also mit dem Schlüssel warst du in der Vergangenheit sehr zuversichtlich für den Weg, den du gewählt hast, ne? Die Lösungsorientierung diesbezüglich mit diesem Weg kam auch eine Chance, ein Angebot. Etwas kam dir zuliebe in Bewegung. Ja, und dann haben wir hier mit der Dame aber so ein bisschen so einen Stillstand. Also in irgendeiner Form machst du dir selber, bist du im Mangel. Und da kriege ich wirklich mit den Münzen hier auch die weltlichen Themen rein. Ne? So in deinem beruflichen Kontext zum Beispiel oder vielleicht auch deine Wohnsituation. Fühl da mal so ein bisschen in dich rein. Dann haben wir hier am Dienstag den Wagen. Der Wagen, ne, Bewegung, bleibt dran, ne, gib nicht auf. Das hatten wir gerade beim Sternzeichen Schütze. Die hatten sowohl für diese wie auch dann für die nächste Woche wieder den Wagen. Also die sollen gerade ganz doll dranbleiben. Und du auf jeden Fall am Dienstag, hier lohnt sich etwas, ne, hier kommt etwas in Bewegung. Verliere deine Hartnäckigkeit nicht, die Wege. Es wird sich eine Option, eine Alternative ergeben. Hintergrund, der Schlüssel, der Fuchs, das Herz. Also in einer Sache, die dir sehr am Herzen liegt, wo du aber eher misstrauisch warst in der Vergangenheit und doch zuversichtlich, dass es klappen könnte. Ne? Aber hier auch, in der Vergangenheit wieder, irgendwo hat man sich etwas vorgemacht, aber hier gibt es nun einen Ausweg, eine Lösung. Du sollst dranbleiben. Am Mittwoch haben wir die 4 der Stäbe. Da spielt die Öffentlichkeit eine Rolle, in irgendeiner Form sich zu zeigen, sich zu präsentieren, selbstsicher für sich einzustehen. Kann auch bei einigen für ein Treffen, für eine Feierlichkeit stehen, dass man sich zum Feiern trifft. Mit dem Schiff wird eine Distanz überwunden, eine Distanz, eine Sehnsucht. Vielleicht triffst du jemanden wieder, den du lange nicht gesehen hast. Menschen, die du lange nicht um dich hattest, die dir in der Vergangenheit, wow, Zuversicht, Liebe, Energie und Einladung geschenkt haben, ne, Chancen ermöglicht haben. Also entweder eine Person oder auch eine Möglichkeit, wo es in der Vergangenheit schon mal, ja, wo du wirklich große Sehnsucht hattest, weil in der Vergangenheit das schon präsent war, vielleicht auch ein bestimmter Job. Etwas, wo du überlegt hast, mache ich das, mache ich es nicht. Und vielleicht hast du dich dann doch dagegen entschieden. Aber nun kommt die Sehnsucht, weil sich etwas ergibt. Oder vielleicht wirklich eine Person, ne, nach der du dich sehnst. Am Donnerstag haben wir das Ass der Schwerter. Hier hast du den Fokus, hier hast du Klarheit. Du hast ein Verständnis, du siehst klar, du siehst sicher. Und dann haben wir, oppala, ganz viele Karten.
Als Hauptenergie zuerst ist mir der Hund ins Auge gefallen, deswegen muss das sein. Also es betrifft das Thema Loyalität, Verbundenheit, aber auch das Thema von Abhängigkeiten. In der Vergangenheit der Fuchs, der Schlüssel schon wieder und das Kind, der Neuanfang, aber auch eine gewisse Naivität. Also in der Vergangenheit warst du bezüglich eines Vorhabens vielleicht naiv oder ein Stück weit war eine Sache noch nicht ausgereift, ein Plan war noch nicht ausgereift. Du warst aber immer zuversichtlich, bist dran geblieben, hast aber auch, ja, bist vielleicht nicht direkt dran geblieben und hast dir deswegen mit dem Fuchs etwas vorgemacht. Und hier zahlt sich aber nun deine Loyalität, deine Treue, ne, an etwas dran zu bleiben, einer Sache, einer Person, einem Unternehmen, wie auch immer treu zu bleiben, zahlt sich aus, weil du jetzt eine Erkenntnis hast. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken, liebe Leute. So. Wenn hier die ganze Zeit dreht und dreht und dreht, also Videos dreht, dann merkt das irgendwann das liebe Stimmband oder die Stimmbänder. So, am Freitag haben wir die 10 der Münzen. Die 10 der Münzen, das ist Stabilität, der Herr ist gefallen. Also hier darfst du in irgendeiner Form dich angekommen fühlen. Angekommen mit einer bestimmten Person. Na, der Herr kann auch für eine andere Person stehen. Vielleicht, wenn du jetzt als Frau zuschaust und mit einem Mann verheiratet bist oder als Mann zuschaust und mit einem Mann verheiratet bist, gibt dir dein Mann Stabilität und Sicherheit. Also du fühlst dich angekommen zu Hause. Das ist ein sehr geborgenes Gefühl. Hintergrund der Turm, du könntest dich zeitweise zurückgezogen haben. Ja, die Kommunikation war eher oberflächlich. Man hat aber auch immer dran festgehalten. Aber hier darf sich wieder etwas stabilisieren. Ne? Also das Festhalten, auch hier wirst du für belohnt. Hartnäckigkeit siegt, meine Lieben. Dann haben wir am Samstag die 6 der Schwerter. Die 6 der Schwerter, damit möchtest du etwas hinter dir lassen. Gedanklich, ne? Mental. Du möchtest etwas hinter dir lassen, möchtest eine Sache der Vergangenheit angehören lassen. Also hier ganz klar. Du möchtest weiterziehen. Dazu fällt der Storch. Du möchtest, ja, das bestätigt das eigentlich. Du wirst flexibel. Ne, du könntest eine Meinung zu einer Sache geändert haben und dadurch lässt du auch etwas hinter dir. Der Bär, der Bauch und das Herz. An einem bestimmten Plan, der dir am Herzen liegt, eine Herzensangelegenheit, hast du lange festgehalten. Der Bauch steht für langfristige Pläne. Ne, es gab eine gewisse Langfristigkeit. Das Ganze könnte zu tun haben mit einer Person, mit der du seelisch verbunden bist oder dieses Vorhaben, diese Sache, dieses Projekt, ich muss es ja so allgemein formulieren, hat dir zu mehr Zuversicht, zu mehr Selbstsicherheit verholfen. Nun darfst du aber hier ein Umdenken. Nun darfst du flexibel sein. Veränderung kündigt sich an und mit dieser Veränderung lässt du etwas hinter dir, einen Glaubenssatz, einen Gedanken, eine Meinung. Und dann haben wir am Sonntag die 2 der Kelche. Da haben wir eine emotionale Annäherung. Man kommt sich näher, allgemein gute und tiefgründige Gespräche, Herzöffnung und das Ganze mit dem Ring könnte für deine Beziehung stehen, also eine Verbindlichkeit, ein Vertrag. Du kommst vielleicht einem Vertrag, einem Herzensprojekt sehr nah oder eben innerhalb einer Beziehung wird sehr gut kommuniziert, wird auf Herzebene kommuniziert. Man verlässt sich auf sein Gefühl, auf seine Intuition. Hintergrund der Fuchs, du warst sehr vorsichtig in der Vergangenheit, hast dich mit dem Turm zurückgezogen. Ja, und hast dir ein stabiles Fundament geschaffen, aber die Kommunikation auf Herzebene fiel dir lange sehr schwer. Das Ganze darf jetzt gebrochen werden. Wow! Liebe Leute, liebe Widder, was für Karten, was für Energien. Wenn dir diese Botschaft gefallen hat, lass es mich gerne wissen mit einem Gefällt mir, einem Kommentar oder auch einem Abo. Mein Name ist Janina, ich lege hier regelmäßig für euch die Karten für die Woche, für die Monate, für Geburtstage, gerade ne, die Widder, wir sind gerade bei den Widdern. Eure Geburtstagslegung ist raus, schaut sie euch gerne an, da lege ich nämlich die kommenden 12 Monate von da, wo du das Video schaust, was erwartet dich, welche Energien fließen durch dich hindurch. Und ganz wichtig, es gibt auch noch aktuell in der Widder-Saison den 33% Rabatt auf private Legung von mir. Also in den Kommentaren findest du den Link zu meiner Website. Klick dich gerne rauf und buch eine Legung deiner Wahl. Würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns hier auf YouTube wieder. Mach's gut, pass auf dich auf, hab eine tolle Zeit. Tschüssi.